Ja, hallo und willkommen zu MM5 gegen Simultano. 18 Megahertz hat der Simultano und es geht schon los. D4, Springer F6, C4, E6, Springer C3, D5. Ja, so ein Standard-Damen-Gang mit einem Läufer E7. Es wird in der Mitte getauscht. E3, C6 und es geht Schlag auf Schlag. Ist alles Theorie. Alles aus den Büchern gespielt. Hunderttausende Öffnungspositionen hat der Simultano. Ich vermute eher, dass Simultano, Maestro, Analyst, dass sie alle einfach das gleiche Buch haben, die gleichen 100.000 Züge, per Paste in Copy einfach reinkopiert und tschüss und fertig. Und jetzt Läufer H4, Springer E4. Deswegen wohl auch diese 64 Kilobyte Programmspeicher vom Simultano wegen der großen Bibliothek. Springer nach B6. Hier eine Kurzfassung quasi, um jetzt nicht hier 40 Minuten oder was Video ansehen zu müssen. Der wird weggenommen mit dem F-Bauern zurückgenommen. Dame G5 möchte den Bauern E3 angreifen. Das kann man natürlich nicht so unerwartet zulassen. Der Turm stellt sich dazwischen. Und es ist eine recht interessante Partie. Er scheint ihn taktisch schon auszuspielen, der Simultano. Ja, wegen eben der 18 MHz. Meiner läuft ja nur mit 5 MHz, der MM5. Und man sieht, jetzt ist auch das Webcam-Bild. Das muss wirklich dieses Webcam-Bild, das muss wirklich innerhalb des Rahmens sein, ansonsten nimmt er das Bild nicht auf. Also das wird da nicht gemacht, das Webcam-Bild. Man sieht hier die Münchenfiguren, habe ich drauf, in Anführungszeichen die kleinen Münchenfiguren. Ich habe noch größere Münchenfiguren hier stehen, die sind auf dem Münchenbrett. Und dann hatte ich ja noch, ich zeige das später im Video, diesen Button, womit ich das gemacht habe. Also diese Smiley-Buttons habe ich die Magnete rausgebrochen und in die Münchenfiguren reingesetzt. Also die passen optimal. Dadurch, dass das eine Nachsynchronisierung ist, also Audiokommentarmäßig. Man sieht schon hier, ja eigentlich bin ich der Meinung, man hätte diesen E-Bauern noch vorziehen können, statt ihn einfach zu geben. Also E6 ziehen, damit ein bisschen gefährlich werden. Jetzt nämlich ein bisschen problematisch für den Läufer. Und das Problem ist eigentlich im späteren Verlauf, man sieht es ja schon mit dem Bauern, Weiß muss ja nur noch dafür sorgen, dass er die beiden Bauern los wird. Den Bauern A7 und G5. Da kann er ruhig alle Bauern für geben, dann ist das Turm gegen Turmläufer und ich glaube nicht, dass er Simultano das gewinnen kann. Da müsste der wohl schon eine Endspieldatenbank drin haben. Sekunde, ich habe was in den Zähnen. Vom Spinat von ihm. So. Ich mache ja frischen Spinat, so Blattspinat. Also ich hole mir nicht aus gefrorener aus der Packung, sondern ich mache das. Ich koche immer selbst, wie gestern auch meine Pizza. Pizzateig selbst gemacht. Und damit dann eine Pizza gemacht. Ich hatte Thunfisch, ich hatte Champignons, Tomaten. Dann hatte ich aber keinen geriebenen Käse. Da habe ich einfach. Ich hatte aber Gott sei Dank noch anderthalb Scheiben Emmental da. Den habe ich erst gestapelt und gerieben. Und dann mit dem Messer zack und dann den drüber gestreut als Käse. Das ging dann auch. Hier, man sieht schon hier, es gibt kein wirkliches Vorwärtskommen. Ich dachte erst, ich habe diese Bauernzüge nicht für gut gehalten. G4, H3. Also die Bauern auf der Farbe des Läufers festzulegen, das sah mir nicht so gesund aus. Und Gott sei Dank weiß der Simultano nicht so richtig, den Bauern G5 zu decken oder was damit anzufangen. Da wird er ständig angegriffen, wogegen ja der Simultano Königszug gemacht. Ich weiß nicht, ob Turm G7 nicht besser gewesen wäre. Also beide Bauern mit dem Turm decken und dann ist ja immer noch der... Ja, man kann aber Turm E3 ziehen und den Bauern decken auf H3. Vielleicht ist es einfach zu schwierig hier, aber es sind ja Schachcomputer. Das ist so ein bisschen, sagen wir mal, bodenständiges Schach. Die spielen nicht gleich hier das, ja. Ja, die spielen halt nicht mit einer Elo-Zahl von 3700 oder was. Vielleicht für die Analysen ganz gut. Aber ansonsten auch nicht. Ich glaube, die Großmeister analysieren damit ihre Eröffnungsneuerung oder sowas, dass sie da die Rechner ansetzen. Das Problem ist aber, eine Stellung zu erreichen, die nur quasi die Engine gewinnen kann. Aber das ist ja nicht das Thema hier. Man sieht schon hier, der erste Bauer ist schon gefallen. Das Gewinnpotenzial ist damit schon deutlich gesunken. Jetzt muss quasi nur noch muss man nur noch die beiden Bauern am Darmflügel loswerden. Und dann
ist da nichts mehr zu machen. Das sieht ganz schön zappelig aus mit den Figuren, Symbol da rechts auf dem Display. Turm B2. Da war ich mal kurz weg und war wieder zurück. Ach, das waren die Magnete, die ich gezeigt habe, in dem Video kaum zu sehen. Einfach in den günstigen Shop gehen, das sind dann so 6 Magnete, 2 Euro. Die gibt es farblich als Smileys, also nicht die kleinen Magnete, die großen Magnete. Ja, und hier ist es quasi fast schon gelaufen, dass der Darmflügelbauer wird sich wohl auflösen, oder wird sich auflösen. Und damit ist die Partie dem Remis nicht mehr zu nehmen hier, oder was auch immer man sagen soll. Jetzt gibt sich der Läufer und das Ganze ist Remi. Ich schaue mir das nicht weiter an. Turm gegen Turm. Tschüss, bis zum nächsten Mal. 18 Megahertz reichen halt noch nicht aus.